Hallo zusammen. Dieses Video wird umstritten sein, aber ich denke, dass es gemacht werden muss. Jemand muss einen Leitfaden für all diese Dinge erstellen, denn im Moment werden diese Informationen unterdrückt. Gibt es eine Diät, die für den Menschen bestimmt ist? Ist der Mensch als Bestie oder als spirituelles Wesen vorgesehen? Dies ist keine Empfehlung, ich gebe keine medizinischen Ratschläge. Recherchiere selbst. Um dieses Video richtig zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit der Wirkung der Kosmologie befassen. Wir haben die Religiösen und die Atheisten. Dann haben wir die Menschen in der Mitte. Diese Gruppe ist groß. Es gibt Menschen, die nicht unbedingt religiös oder atheistisch sind, aber an das Paranormale oder Fantastische glauben. Es gibt den klassischen Agnostiker, der meint, dass es für ihn in Ordnung ist, es einfach nicht zu wissen. Die meisten Agnostiker sind in Wirklichkeit Atheisten. Das liegt daran, dass sie buchstäblich an die Evolutionstheorie glauben und sich dessen nicht bewusst sind. Sie haben ein Weltbild aufgebaut, das auf einer Theorie beruht, nämlich, dass wir aus dem Zufall entstanden sind und um unser Überleben kämpfen mussten. Die Wissenschaft berührt nicht das Thema der Verbindung von Geist und Materie. Dies ist etwas, das direkt vor unseren Augen verborgen ist. In der Vergangenheit gab es Mysterienschulen, die sich der Aufgabe widmeten, den Eingeweihten dieses Wissen über Geist und Materie zu vermitteln. Man wurde durch seltsame Rituale, Meditation und Selbstentzug auf die ultimative Probe gestellt. In der antiken Welt wurde dieses Wissen mit der größten Geheimhaltung gehütet. Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Zivilisation, die wirklich spirituell war und diese Verbindung verstand. Die Mainstream-Religionen haben sich in verzerrten und entstellten Schriften verloren, die sie in der materiellen Welt gefangen halten. Sie geben sich fröhlich einen dämonischen Gott hin, Baal. Diese Botschaft muss von der Ansicht gesehen werden, dass diese Welt magisch ist. Von der Vorstellung, dass sich die Welt um uns dreht und dass wir etwas Besonderes sind. Dass Kräfte im Spiel sind, die uns beschützen und uns durch diese Erfahrung des Lebens führen. Wurden wir ursprünglich dazu geschaffen, auf eine bestimmte Weise zu essen? Beginnen wir am Anfang, beim ursprünglichen Adam, von dem es in der King James Bibel nur eine Version gibt, aber in Wirklichkeit gibt es mehr als einen. Der Mensch hat verschiedene Stadien durchlaufen, wobei der erste vollständig ätherisch oder astral war. Wir waren Lichtwesen, die von unserer eigenen Energie, die von der Sonne Gottes geschaffen wurde, gespeist wurden. Wir waren Söhne Gottes und paarten uns nicht. Wir waren androgyn. Wir reproduzierten uns durch einen Prozess der Knospung oder Sprossung. Lass mich an dieser Stelle aufhören, denn ich möchte auch auf die materialistische Denkweise einwirken. Nicht nur auf die eine, die bereit ist, an alle Möglichkeiten zu glauben. Diese Ideen wurden vor langer Zeit weitergegeben und existieren auch heute noch. Viele Philosophen sprechen über diese Ideen und sie sind in okkulten Kreisen gut bekannt. Der Materialist ist jemand, der die Welt aus dem Blickwinkel der Evolution betrachtet. Er hat vergessen, dass die Welt magisch ist. Er ist verloren in den Reizen der materiellen Welt. Und er versteht das Konzept der Natur nicht. Es ist ein logischer Fehlschluss. Nun, da bin ich anderer Meinung. Wenn wir von der Natur sprechen, sprechen wir aus einer esoterischen Sichtweise darüber. Vor langer Zeit erkannten die Antiken, dass es unsichtbare Kräfte gibt, die die physischen Ereignisse diktieren. Dies ist der Ursprung der Astrologie und der Kabbala. Es ist die gnostische Idee, dass der Atem des Lebens, den wir haben, die Mutter oder ein Geist ist, dass es einen allwissenden Gott in jedem Einzelnen von uns gibt. Unser Bewusstsein ist eine Erfahrung des Vaters und der Mutter. Diese beiden Figuren sind von großer Bedeutung dafür, wie wir die Welt erleben. Der Vater ist das aktive Prinzip und die Mutter ist die gebärende
oder diejenige, die uns nährt. Wir werden ständig von ihr unterstützt, aber wir ignorieren sie. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass es ein Trugschluss ist, dann erkläre doch, wie das Bewusstsein entstanden ist. Aus Sicht der Mainstream-Wissenschaft und der Evolution ist dies nicht möglich. Ich spreche zu dem Verstand, der nicht einfach Informationen akzeptieren kann, die nicht dem Mainstream entsprechen. Man muss sich entscheiden, ob man ein physisches Wesen ist, das vom Affen abstammt, oder ob man ein geistiges Wesen ist, das sich langsam de-evolviert hat. Das ist das Argument der Dualität. Bist du ein Sack Fleisch oder bist du ein Geist, der einen physischen Körper erlebt? Man muss sich der Tiefe dieser Philosophie bewusst sein, denn sie ist nichts Neues und in der Tat das bestgehütete Geheimnis alter und moderner esoterischer Gesellschaften. Wir beginnen mit dem Geist. Man kann einen Geist nicht physisch erschaffen, durch Zufälligkeit. Er ist nicht einfach ein Computer, sondern ein Universum innerhalb eines Universums. Ein Spiegelbild eines Spiegelbildes. Man kann sich das sogar selbst beweisen, wenn man sich ernsthaft damit befassen würde, die Kräfte der Selbstdisziplin zu entwickeln und seinen Geist trainieren würde, um okkulte Kräfte zu sehen. Dann wären diese Dinge für den Durchschnittsmenschen nicht mehr so schwer zu verstehen. Es dauert Jahre, um okkulte Kräfte zu entwickeln. Und das ist nur für den ernsthaften Schüler etwas, der ein klares Ziel hat. Es reicht nicht einfach aus zu sagen, okay, ich werde beweisen, dass mein Geist die Macht über die Realität hat. Ich will ein neues Auto. Warte, kein neues Auto? Ja, das ist ziemlich dumm. Die Leute verstehen nicht, wie sehr der Glaube bei den Dingen eine Rolle spielt. Das ist wirklich schade. Wenn es also eine spirituelle Realität gibt, eine, aus der wir ursprünglich gekommen sind und die sich langsam in den materiellen Zustand entwickelt hat, würde ich argumentieren, dass die Natur der Prozess ist, sich wieder auf diesen ersten Zustand des ewigen Lebens auszurichten und weg vom Tod. Wenn das keinen Sinn ergibt, liegt es daran, dass das Okkulte von der logischen Denkweise nicht verstanden wird. Das ist ein Problem, weil wir Menschen haben, die wirklich wollen, dass wir gesund sind, aber kein Verständnis für die spirituelle Seite des Menschen haben. Es gibt viele vegane Kanäle, die versuchen, dir zu sagen, dass sie wissen, was die beste Ernährung ist und dass sie gesund ist. Das gleiche gilt für die Rohfleischleute, die das komplette Gegenteil behaupten, nämlich, dass dies der einzige Weg ist, um die notwendigen Nährstoffe zu erhalten. Beginnen wir mit den Veganern. Ich lebe seit etwa 4 Jahren vegan, mit Unterbrechungen. Ich habe alle bekannten YouTuber angeschaut und ich kann dir erklären, warum es ungesund ist. Vor allem, wie es heute beworben und vermarktet wird. Hier ist das erste Problem. Sie versuchen, die Ernährung von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus zu betrachten. Sie verwenden den gleichen Standard für Protein, der für Fleisch angegeben wird, und versuchen, sich mit so viel Protein aus Pflanzen wie möglich zu ernähren. Ich weiß, dass nicht alle Veganer hauptsächlich Soja essen, aber ich bitte dich. Das ist das Problem. Diese Veganer verstehen nicht, dass Soja giftig ist. Dass das Kochen mit Ölen und der Verzehr all dieser Proteine unseren Körper extrem übersäuert. Und ich gehe nicht einmal von dem Standpunkt aus, dass Veganer nicht genug Nährstoffe bekommen. Im Gegenteil, ich behaupte, dass sie zu viel Müll essen, der nicht gut für sie ist. Und dass sie auch keine Verbindung mit dem Geist oder der Natur haben. Es geht hauptsächlich um Ethik. Aus irgendeinem Grund haben die meisten auch kein Problem mit Rohrzucker, was ein absolutes Tabu ist. Veganer versuchen, alles zu berechnen und sind sogar bereit, all diese verschiedenen Vitamine, die sie brauchen, zu ergänzen. Ich bin für die ethischen Gründe, keine Frage, aber fast jeden Tag Soja zu essen, Erdnussbutter zu essen und sich mit viel Getreide zu ernähren, ist nicht unbedingt gesund. Und der Hauptgrund dafür ist, dass es von uns nicht leicht verdaut werden kann. Die meisten dieser Veganer-Kanäle versuchen, den Leuten beizubringen, wie sie mit veganer Ernährung groß, muskulös und gesund werden können, was eigentlich nicht so gesund ist. Zu viel Protein übersäuert den Körper und ohne das richtige Wissen über Verdauung und Entgiftung wird der Körper von innen heraus verfaulen. Unsere moderne Gesellschaft ernährt sich ständig,
ob Veganer oder Fleischesser, viel zu viel. Und wir akzeptieren es, weil wir jeden Tag eine bestimmte Menge an Kalorien zu uns nehmen müssen. Sonst werden wir verhungern oder krank. Die meisten, die sich so ernähren, haben keine Ahnung, was in ihrem Darm vor sich geht. Was glaubst du, wie die Nahrung durch dich geht? Auf magische Weise? Unsere Leber produziert die Enzyme und alles geht einfach durch unseren Darm? Schön und sauber? Es muss ein sehr langes System durchlaufen. Und nein, wir stellen selber nicht genug Enzyme her. Die meisten unserer Nieren und unser gesamtes endokrines System sind komplett abgeschaltet. Wir merken es nicht einmal, dass wir die Giftstoffe in unserem Körper nicht mehr herausfiltern. Im Laufe der Zeit wird dadurch das Gefühl im Darm ausgeschaltet und man hat nicht mehr das Gefühl, dass man verrottet. Was denkst du, was ein aufgeblähter Bauch ist? Das ist Blödsinn. Wo ist der Beweis dafür? Okay, wenn du zu diesen Leuten gehörst, kann ich das nicht in einem einzigen Video erklären. Aber im Grunde ist die medizinische Industrie ein Geschäft. Die Pharmaindustrie verfolgt nicht deine Interessen. Es geht nur um das Geld und um Stammkunden. Drogendealer, die 80.000 Dollar und 4 Jahre in das Studium investiert haben. Ich meine, wir sind uns doch alle einig, dass Ärzte nichts heilen. Sie flicken nur etwas zurecht. Versteh mich nicht falsch. In Notfallsituationen und bei Unfällen haben sie gelernt, wie man die Situation unter Kontrolle bringt und in den Griff bekommt. Aber wenn wir über fortschreitende Krankheiten, vorzeitiges Altern und Seuchen sprechen, dann ist das eigentlich nichts anderes als die Theorie, dass man die verschiedenen Probleme des Körpers in eine eigene Kategorie einteilen und sie aus dieser Perspektive lösen kann. Die meisten Krankheiten, dessen Ursache nicht im Geist liegt, haben normalerweise die gleiche Ursache. Das Problem ist die Autointoxikation oder Selbstvergiftung. Proteine verfaulen und verrotten im Körper. Dasselbe gilt für Fette und Öle, die im Körper ranzig werden. Das ist auch nicht schwer. Du hast die säurehaltige Seite der Chemie und die alkalische. Wahrscheinlich bist du extrem säurehaltig, wenn du diese Informationen zum ersten Mal hörst. Nein, das ist kein Quatsch. Du musst die Augen haben, um zu sehen, was Leben ist und was Tod ist. Es wird bald alles einen Sinn ergeben. Deine Fäkalien können dich vergiften. Sie infizieren und verfaulen Gewebe, degenerieren unseren Darm und können Polypen, Risse, Tumore oder sogar Krebs verursachen. Zitat: Könnte Autointoxikation oder Selbstvergiftung ein Hauptfaktor für die hohe Zahl von Krankheiten in diesem Land sein? Ein berühmter Gesundheitsschriftsteller schrieb vor 100 Jahren: Die Verunreinigungen des Körpers werden, wenn man sie nicht entweichen lässt, in das Blut zurückgeführt und den inneren Organen aufgezwungen. Die Natur bemüht sich, das System zu befreien, und diese Anstrengung erzeugt Fieber und das, was man Krankheiten nennt. Das ist nichts Neues, und sogar Dr. John Harvey Kellogg sagte vor einem Jahrhundert, dass 90% der Krankheiten auf eine fehlhafte Funktion des Dickdarms zurückzuführen sind. Eines der ersten Dinge, die man tun muss, um eine sogenannte Krankheit loszuwerden, ist, die Toxämie zu beseitigen. Denn es ist dieser Zustand des Blutes, der Krankheiten möglich macht. Krankheit ist eine Krise der Toxämie, was bedeutet, dass sich das Toxin im Blut um den Toleranzpunkt herum angesammelt hat. Und die Krise, die sogenannte Krankheit, nenne es Erkältung, Grippe, Lungenentzündung, Kopfschmerzen oder Typhus, ist eine stellvertretende Ausscheidung. Die Natur ist bestrebt, den Körper von Giftstoffen zu befreien. Jede Behandlung, die diese Ausscheidungsbemühungen behindert, stört die Natur in ihrem Bemühen zur Selbstheilung. Aber warte, die Natur ist ein logischer Trugschluss? Siehst du, die Mainstream-Veganer können nicht einmal verstehen, dass der Körper einen eigenen, natürlichen Heilungsmechanismus besitzt. So sehr, dass einige von ihnen sogar die Einnahme von Antibiotika empfehlen. Zitat: Wenn der Dickdarm nicht richtig funktioniert, müssen die Giftstoffe den Körper auf anderen Wegen verlassen. Über die Nieren, die Haut, den Atem. Viele dieser Patienten haben schlechten Mundgeruch, Körpergeruch und so weiter. Wenn eine Person an einer Darmerkrankung leidet, kann sie eine Vielzahl von Symptomen entwickeln, darunter Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Autoimmunerkrankungen
oder rheumatische Arthritis, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dr. Bernhard Jensen gab die folgende Erklärung ab. Zitat: In den 50 Jahren, die ich damit verbracht habe, Menschen bei der Überwindung von Krankheiten, Behinderungen und Beschwerden zu helfen, ist kristallklar geworden, dass ein schlechtes Darmmanagement die Ursache für die Gesundheitsprobleme der meisten Menschen ist. In seinem Buch Tissue Cleansing through Bowel Management, auf Deutsch Gewebereinigung durch Darmmanagement, geht Dr. Jensen auf Schleimablagerungen ein. Er schreibt, Zitat: Der schwere Schleimbelag im Dickdarm verdickt sich und wird zu einem Wirt der Fäulnis. Die Blutkapillaren zum Dickdarm beginnen, die Toxine, Gifte und schädliche Ablagerungen aufzunehmen, während sie durch die Darmwand sickern. Alle Gewebe und Organe des Körpers nehmen nun giftige Substanzen auf. Dies ist der Beginn einer echten Autointoxikation auf physiologischer Ebene. Auf Seite 27 gibt er seine Erfahrungen in dieser Angelegenheit preis. Bei einer Autopsie wurde ein Dickdarm mit einem Durchmesser von 22 cm und einem Durchgang, der nicht größer als ein Bleistift war, entdeckt. Der Rest war Schicht für Schicht mit verkrustetem Fäkalienmaterial überzogen. Diese Ansammlung kann die Konsistenz von LKW-Reifengummi haben. Sie ist so hart und schwarz. Eine weitere Autopsie ergab, dass ein gestauter Dickdarm unglaubliche 18 kg wog. Stell dir vor, du müsstest all diese krankmachenden Abfälle mit dir schleppen. Der verstorbene Elvis Presley und John Wayne hatten vergiftete Dickdärme mit einem Gewicht von jeweils über 18 kg. Und die FDA räumt ein, dass ein durchschnittlicher amerikanischer Mann an einem beliebigen Tag 2 bis 10 kg Fäkalien mit sich herumtragen kann. Bei Fleischessern ist dies noch schlimmer. Unser Magen ist nicht für die Verdauung von Fleisch ausgelegt. Und alle gesundheitlichen Vorteile, die wir bei dieser Diät erfahren, sind nur vorübergehend auf den hohen Fettgehalt zurückzuführen. Diese Ernährung ist keine natürliche Ernährung. Aber was ist mit den Tieren? Wir sind keine Bestien. Wir sind in einen niedrigeren Zustand des Seins gefallen. Und ich versuche, eine sehr tiefe spirituelle Realität zu erklären, die der Menschheit verloren gegangen ist. Das liegt daran, dass wir die Fähigkeit verloren haben, die Mutter, die Wächterin und Unterstützerin unseres Geistes und Körpers anzuerkennen. Wir erkennen nicht, was Bewusstsein ist und erkennen daher nicht, dass in diesem Licht unser wahres Selbst liegt. Ein gottähnliches Wesen, das keine anderen Lebewesen zum Überleben braucht. Fleischesser sind Vampire. Sie brauchen die Lebenskraft eines anderen Wesens, um ihre Existenz fortzusetzen. Unsere ganze Gesellschaft ist zu Vampiren geworden. Sogar Veganer. Sie essen nur falsches Fleisch, also verzehren sie symbolisch das Blut. Die ganze Sache ist ein Witz und es ist eine Schande, dass die Menschheit sich so verrannt hat. Ich kann dir sagen, wie wir dazu gekommen sind, Fleisch zu essen. Und das war nicht die Evolution oder die Natur. Es kommt von Kannibalismus und Religion. Es gab eine Zeit, in der die Natur uns tatsächlich ernährte. Wir mussten nichts anbauen oder bewirtschaften. Wir aßen einfach die samenhaltigen Früchte. Genesis-Zitat: Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Beachte, wie er erwähnt, dass der Mensch die Herrschaft über die Tiere hat, aber er sagt nicht, dass sie zur Speise dienen. Nein, er sagt: Jedes Kraut, das Samen trägt, und jeder Baum, an dem Früchte sind, die Samen tragen, soll euch zur Speise dienen. Ich denke, das ist ziemlich klar. Für diejenigen, die die Bibel ablehnen, möchte ich nur klarstellen: Ich bin kein Christ, aber diese Bibelstellen stammen aus einer sehr alten Quelle. Ja, sie wurden verzerrt, aber diese Ideen sind uralt. Und ich werde dir im weiteren Verlauf zeigen, dass das, was ich präsentiere, nichts Neues ist. Es gibt also diesen Proteinmythos.
Es gibt dieses ganze Konzept im Mainstream, dass man eine bestimmte Menge an Protein oder Nährstoffen braucht, um gesund zu bleiben. Und obwohl das wahr ist, ist es nicht wahr in der Art, wie es praktiziert wird. Wir essen viel zu viel. Wenn wir Proteine brauchen, um groß und stark zu werden, warum werden dann Rinder, Pferde und Gorillas so groß und stark? Das ist nicht wahr und wir müssen uns von der Annahme verabschieden, dass die Wissenschaft nur unser Bestes will. Denn Wissenschaft ist keine Wissenschaft mehr, sondern nur noch Propaganda. Die meisten von uns wissen das auch bereits. Wir wissen, dass wir von den Medienunternehmen, dem Bildungssystem und den Pharmaunternehmen belogen werden. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass es nicht das Hauptinteresse der Regierung ist, den Gott im Menschen hervorzubringen. Denn diese Geisteshaltung wäre gefährlich, wenn sie von vielen getragen würde. Es ist nicht nur zu viel Protein, sondern dein Körper absorbiert und baut die Aminosäuren höchstwahrscheinlich nicht ab. Wenn dein Körper gereinigt und nicht mit giftigen, verrottenden Abfällen gefüllt ist und du eine leichte Ernährung mit lebendigen Lebensmitteln praktizierst, dann wirst du alle Proteine, die du brauchst, aus Früchten, Kräutern, Nüssen, Samen und Gemüse aufnehmen. Es gibt viele Rohköstler, die von dieser Kraft sprechen, die von rohen Lebensmitteln ausgeht und davon, dass man in diesem Zustand echte Muskeln aufbauen kann, die dichter und schlanker sind als aufgeblähte, übersäuerte Muskeln. Du bist auch sehr alkalisch oder basisch in diesem rohen Zustand. Das muss eine Auswirkung auf die Kraft des Muskelaufbaus haben, weil das Blut elektrisch wird. Deine ätherischen und astralen Energien fangen an, für deine Sinne sichtbar zu werden. Die materielle Realität ist eine Illusion und der Verstand oder der Verstand Gottes ist begrenzt und funktioniert bei den meisten Menschen nicht richtig. Es ist nicht so, dass sie nicht intelligent sind, sondern dass der Geist von den spirituellen Realitäten abgeschnitten ist. Sie haben ihren Geist vollständig in die materielle Welt investiert und sind dadurch zu einem Parasiten geworden. Denn die materielle Welt ist von Natur aus parasitär und ernährt sich von den Energien des Geistes, um zu überleben. Wie oben, so unten. Wenn du dich für die okkulte, gnostische Perspektive der Welt interessierst, habe ich ein paar Videos auf meinem Kanal, die sich damit befassen. Es ist ein tiefes Thema und kann besonders verwirrend für den Geist sein, der sich zum ersten Mal mit dieser Art von Themen befasst. Aber in diesem unendlichen Chaos existiert ein höheres Wesen namens Sophia. Der beste Weg, darüber nachzudenken, ist zunächst wortwörtlich und dann zu versuchen, darüber von einem archetypischen oder symbolischen Standpunkt aus nachzudenken. Sie schuf ein Universum in sich selbst, in ihrem Schoß, und nährte eine Realität. Und aus dieser Realität gebar sie dämonische Wesen oder Archonten. Und diese Archonten sind die Planeten der alten Mythologie. Aus diesen dämonischen Wesen rief eines der Wesen, ich bin, und wurde in diesem Moment zu Gott. Und alle anderen Archonten oder Dämonen folgten ihm. Dieser Gott wurde zum Herrscher und ist das, was wir als Saturn kennen. Oder der Gott des Alten Testaments. Er schuf das materielle Reich, Saturn, der Gott des Todes. Das materielle Reich ist ein Produkt dieser archetypischen Wesen, die sich in der physischen Realität manifestieren. Das ist es, was unsere Körper sind. Und das mag vielleicht der Punkt sein, an dem ich dich verliere, aber sieh dir mein Video über die Nephilim an, es wird mehr erklären. Okay, es gab also eine Zeit, nicht allzu lange her, nachdem wir in unseren jetzigen materiellen Zustand gefallen sind, dass es ein goldenes Zeitalter gab. Dieses goldene Zeitalter ist das, was wir Atlantis nennen, aber es wird auch mit dem verwechselt, was als Sartaria bekannt ist. Die Verwirrung liegt in der Datierung. Wir denken, dass Atlantis vor langer Zeit war, vor 10 bis 20.000 Jahren. Die Atlanta sind die Hyperborea aus den griechischen Mythen. Hellanicus behauptet, dass die Hyperborea/Kelten ein sehr gerechtes Volk waren, das sich von Eicheln und Früchten ernährte und kein Fleisch zu sich nahm. Herodot berichtet, dass die Ägypter sich von Obst und Gemüse ernährten, das sie roh aßen. Plinius bestätigt diese Aussage. Aus der Rigveda: Welcher Zauberer sich mit blutigem Menschenfleisch beschmiert,
wer mit dem vom Ross und Vieh, wer die Milch der Kuh wegnimmt, o Agni, deren Köpfe hau ab mit deiner Glut. Die ältesten Bewohner Griechenlands, die Pelasger, die von den dorischen, ionischen und elischen Wanderungen kamen, bewohnten Arkadien und Thessalien und besaßen die Insel Lesbos und den Lake Manas, die voller Orangenhaine waren. Die Menschen, die sich von Datteln und Orangen ernährten, lebten im Durchschnitt mehr als 200 Jahre. Ein anderer Grieche, der Dichter Hesiod, sagte: Die Pelasger und die Menschen, die nach ihnen nach Griechenland kamen, aßen Früchte des Urwaldes und Brombeeren von den Feldern. Plutarch, der griechische Biograf, bemerkte: Die alten Griechen haben nichts anderes als Früchte gegessen. Sie aßen nicht wie wir heute und hatten eine viel längere Lebensspanne, weil sie Körper und Geist verstanden. Atlantis war keine technologisch fortgeschrittene Gesellschaft, wie man sie in Science-Fiction-Filmen sieht, sondern spirituell fortgeschritten. Wir haben uns hier in der materiellen Welt wieder mit der Gottheit verbunden, und das hat die parasitären Archonten, die diese Welt geschaffen haben, verärgert. Diese Zivilisation ist die gleiche Zivilisation, die die meisten unserer Städte geschaffen hat, wie LA, New York, Paris und so weiter. Wir sehen die gleiche Architektur auf der ganzen Welt, und das meiste davon hat seinen Ursprung in der antediluvianischen Zeit. Die Lebensweise der Essener. Die Essener waren eine spirituelle Gemeinschaft von Menschen, die diese antiken Traditionen aus Hyperborea gerettet haben. Viele berühmte biblische Persönlichkeiten wie Jesus, Maria, Josef und Johannes der Täufer waren Essener. Die Essener waren Alchemisten und besaßen hellseherische Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichten, mit Engeln zu sprechen und die Naturgeister zu sehen. Also gut, was ich jetzt erzähle, wird dich umhauen, wenn es neu für dich ist. Aber im Grunde gibt es ein Evangelium, das Friedensevangelium der Essener, das von einer alten Schriftrolle vom Toten Meer übersetzt wurde, die im Vatikan verschlossen war. In diesem Evangelium kommen die Kranken zu Jesus und bitten ihn um Hilfe. Im Grunde genommen sagt Jesus ihnen, dass sie die Natur nicht sehen können und zu ihrer Mutter zurückkehren sollen. Er sagt ihnen, dass sie fasten und Einläufe machen sollen. Und einer der Männer wurde vom Fasten zu krank, also baten die anderen Jesus, ihn zu heilen. Also melkt Jesus eine Ziege, segnet die Milch mit allen Engeln für jedes Element. Und dann wird dieser Typ ohnmächtig und aus seinem Mund kommt ein Wurm, so groß wie sein Körper. Jesus zieht den Wurm heraus, zerquetscht ihn mit einem Stein und sagt: Siehst du, das hat in deinem Körper gelebt. Danach wird der Leidende endlich von seinen Schmerzen geheilt. Keine Sorge, ich werde das aufschlüsseln, aber bleib dran, das ist eine sehr interessante Sache. Die Essener werden in der Geschichte von Josephus, Philo und Plinius erwähnt. Und eins stimmt überein: Die Ursprünge der Essener liegen in der Vorgeschichte. Ich neige zu der Ansicht, dass das, was Josephus über sie geschrieben hat, eine leichte Fehlinformation ist, da er sagt, dass die Essener heirateten und Plinius sagt, dass die Essener nie heiraten würden. Josephus sagt, dass die Essener in jeder Stadt zu finden sind. Plinius verortet sie jedoch an die Westküste des Toten Meeres. Zitat: An der Westseite des Toten Meeres, aber außerhalb der Reichweite der giftigen Ausdünstungen der Küste, befindet sich der einsame Stamm der Essener, der sich von allen anderen Stämmen der Welt dadurch unterscheidet, dass er keine Frauen hat und jeglichem sexuellen Verlangen entsagt hat, kein Geld besitzt und nur Palmen als Gesellschaft hat. Die Schar der Flüchtlinge wächst von Tag zu Tag durch zahlreiche Menschen, die des Lebens müde sind und von den Wellen des Glücks dorthin getrieben werden, um sich ihre Sitten anzueignen. So lebt durch tausende von Zeitaltern eine Rasse, in der niemand geboren wird, ewig weiter. So fruchtbar für ihren Vorteil ist die Lebensüberdrüssigkeit der anderen Menschen. Wenn du das Video von Conspiracy ROS über die Abfallwirtschaft noch nicht gesehen hast, schau es dir an. Es ist absolut relevant und erklärt meiner Meinung nach eine Menge.
Ich werde es in der Beschreibung verlinken. Ich möchte Folgendes anmerken. Im goldenen Zeitalter hatten wir eine Ernährung, die keine giftigen Abfälle verursacht. Wahrscheinlich mussten wir auch nicht einmal kacken. Es hört sich verrückt an, aber in seinem Video wird erklärt, dass unsere Abfallsysteme nicht für Abfälle ausgelegt sind und es macht keinen Sinn, dass sie diese Städte bauen und keinen so wichtigen Faktor berücksichtigen. Wenn man Millionen von Menschen hat, die kacken, warum sollte man eine Stadt bauen, in der die Abfallentsorgung nicht berücksichtigt wird? Das ergibt keinen Sinn. Und der Grund dafür ist, dass wir uns in einem tiefen Zustand der Amnesie befinden. Wir haben diese Städte nach einem großen Kataklysmus gefunden. Wir sind dem Kannibalismus verfallen und mussten uns wie eine Bestie ernähren, um nach der Verwirrung zu überleben. Aber davor hatten wir eine Symbiose mit der Natur. Magie war möglich, wir aßen von den Früchten riesiger Bäume und es gab viele Kräuter. Dies erhöhte unsere Schwingungsfrequenz und ließ uns nicht nur länger leben, sondern machte uns auch intelligenter. Es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Die Gesellschaft, die all die großen Denkmäler der Welt geschaffen hat, muss eine Leidenschaft für die Entwicklung des menschlichen Geistes gehabt haben, was sich darin widerspiegelt, wie sie ihre Städte gebaut haben. Wie innen, so außen. Das hört sich zwar toll an, aber ich werde versuchen, praktisch zu sein, damit ich denen helfen kann, die sich gegen diese Informationen sträuben. Hier sind einige typische Dinge, die Fleischesser sagen. Du bekommst nicht genug Proteine. Rohes Fleisch ist der einzige Weg, um die nötigen Nährstoffe zu erhalten. Okay, das ist alles Blödsinn. Erstens habe ich bereits das Beispiel von anderen Tieren genannt, die ohne viele Proteine groß und stark werden. Und außerdem berücksichtigen die Fleischesser nicht die Verdauung. Sicherlich hilft der hohe Fettgehalt wahrscheinlich bei einigen Beschwerden, die sie mit Fehlfunktion der Organe haben können. Aber insgesamt versetzt die Fleischesser-Diät den Körper in Ketose und stapelt dann Giftstoffe auf Giftstoffe. Es gibt nur zwei Seiten der Chemie, entweder sauer oder basisch. Wenn du dich fett- und proteinreich ernährst, führt das zu einer Übersäuerung. Das ist die Chemie, die unser Körper verarbeiten muss. Und die typische Erklärung, warum wir unseren Körper nicht reinigen müssen, lautet: Oh, wir haben doch eine Leber. Ja, du hast eine Leber, die du dein ganzes Leben lang mit giftigen verarbeiteten Lebensmitteln gequält hast, mit denen dich deine Eltern gefüttert haben. Und dann bist du vielleicht jemand, der beschlossen hat, einen Diättrend auszuprobieren, um gesund zu werden. Aber lass mich dir sagen, dass die Carnivore- und Keto-Diäten die schlimmsten Diäten sind, die je für die menschliche Rasse erdacht wurden. Im Grunde genommen bringst du deinen Körper in einen kritischen Zustand, während gleichzeitig deine Eingeweide mit verrottendem Fleisch gefüllt sind. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Nein, die gibt es tatsächlich. Man weiß schon seit langem über Schleimablagerungen Bescheid. Sie haben angeblich 22 Kilo Abfall aus Elvis Presley herausgeholt. Dr. Hiromi Shinya, der seinen Patienten eine spezielle leichte Diät mit alkalischem, magnetischem Wasser verabreichte, um die Reinigung des Dickdarms zu unterstützen, sah eine große Verbesserung in ihrer Gesundheit, da ihr Dickdarm sauberer wurde. Auch kam er zu dem Schluss, dass unser moderner Lebensstil, bei dem wir uns hauptsächlich von Proteinen ernähren, zu einer schlechten Gesundheit führt. Diese Abfälle sitzen dann in deinem Körper und schaffen eine Umgebung für Parasiten. Jemand in den Kommentaren hat mal behauptet, dass die Parasiten eigentlich nützlich für uns sind. Nein, Bandwürmer und andere schlangenähnliche Wesen, die im Darm, im Herzen und im Gehirn leben und unsere Gedanken manipulieren, damit wir so essen, wie sie es wollen, sind nicht nützlich. Es kann schwer sein, sich diese Dinge einzugestehen. Aber wenn diese Information dich stresst oder irritiert, liegt das vielleicht daran, dass die Mikroorganismen, die in deinem Körper leben, erkennen, dass es für sie unmöglich wird, dort zu leben, wenn sie von den sauren Proteinquellen abgeschnitten werden und auf eine alkalische Quelle umsteigen. Viele Menschen, die an Außerirdische glauben, sind der Meinung, dass Außerirdische die Atmosphäre der Erde verändern würden, um sie für sie angenehmer zu machen. Wenn du rohes Fleisch jeglicher Art isst, hast du Parasiten. Selbst das Kochen tötet nicht alle Parasiten vollständig ab. Deshalb ist rohes Fleisch keine Lösung.
es ist nicht nachhaltig. Man muss andere, wertvolle Lebensformen töten, um zu überleben. Und du bist ein Vampir, ein parasitäres Wesen. Du lebst im Tod und die Kraft, die offiziell als Satan bekannt ist, hat deinen Geist übernommen. Es ist ziemlich einfach. Du musst dich entweder für das Leben oder für den Tod entscheiden. Die Dualität existiert in jedem Aspekt unseres Lebens. Das ist das Hauptproblem mit Veganern und Fleischessern. Sie sind im Tod und dem Gott dieser materiellen Welt erlegen. Sie verstehen das Leben und die Engel der Mutter nicht. Denn alles ist ein Gleichgewicht zwischen den vier Elementen. Und wir haben uns ganz auf den materiellen Aspekt eingelassen. Wenn du gekochte Nahrung isst, isst du den Tod. Es gibt kein Leben in der Nahrung. Es gibt keine Energie oder Licht. Das Wasser der Mutter ist gekocht und verdunstet. Und die Nahrung ist leer vom Atem des Lebens. Wenn du von einem Baum isst, ist diese Frucht für dich bestimmt. Sie nährt dich, sie heilt dich. Das gleiche gilt für alle Heilkräuter. Wie kommt es, dass Pflanzen Chemikalien erzeugen können, die ganz darauf ausgelegt sind, bestimmte Probleme zu heilen, die bei den Lebewesen von Mutter Erde auftreten? Die meisten unserer Pharmazeutika stammen aus Pflanzen, was wirklich zeigt, dass wir nicht mit Mutter Natur mithalten können. Nichts weiß besser als sie, was für den Körper richtig ist, aber wir nehmen an, dass die Wissenschaft den Körper irgendwie erforscht hat. Die allopathische Medizin ist wahrscheinlich das dunkle Zeitalter der Heilung. Denn wir wurden von der Natur so wertvoll unterstützt, waren aber blind, um es zu erkennen. Nüsse und Samen vom Baum des Lebens, und wenn sie nicht geröstet oder gekocht wurden, enthalten sie die Engel des Lebens. Versuch, deine Samen in Öl zu kochen und sie dann einzupflanzen. Es wird nichts wachsen. Milch ist nicht schlecht. Denn viele Lebewesen müssen von der Brust der Mutter genährt werden, wenn sie geboren werden. Und wir haben viele wunderbare Geschöpfe, die uns reichlich mit Milch versorgen, wenn wir sie im Gegenzug schützen und nähren. Heiliges Brot muss in der Sonne gebacken werden. Brot aus dem Licht der Sonne, das nicht durch Hefe aufgegangen ist. Fladenbrot. Bakterien sind ein Netzwerk. Der einzige Weg, mit den Parasiten und Bakterien zurechtzukommen, ist, dich zuerst von Satan zu befreien. Entferne die bösen Wesen, die in dir leben. Danach werden dich die Engel beschützen, aber dein Körper ist auf Mikroorganismen angewiesen, um zu überleben. Deshalb muss es ein Gleichgewicht mit diesen Mikroorganismen geben. Du musst deine Bakterien aus der Natur beziehen, aus dem Fluss, der von der Sonne gesegnet ist, von den Früchten und Tieren, die du pflegst. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, dies sofort umzusetzen. Und ich empfehle auch nichts, recherchiere selbst. Das meiste davon ist für den Durchschnittsmenschen nicht praktikabel. Aber bedeutet das, dass die Art und Weise, wie wir essen, richtig ist? Bedeutet das, dass wir von Quellen essen können, die gekocht und mit Öl durchtränkt wurden? Bedeutet es, dass wir dreimal am Tag essen können, ohne jemals an die Entgiftung denken zu müssen? Nein. Und so war es auch bei Jesus. Zu seiner Zeit, die im Mainstream 2000 Jahre zurückliegt, nach unseren Recherchen aber eher 500 Jahre, waren alle in Sünde gefallen. Und das war nicht anders als heute. Das Evangelium des Friedens ist eines der einflussreichsten Bücher, die ich je gelesen habe. Es hat mein Leben verändert und ich fühle mich veranlasst, es mit dir zu teilen und hoffe, dass es dir auf deiner Reise hilft. Um sich intensiv mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, braucht man einen Motivationsfaktor. Bei mir war es zunächst der Haarausfall, den ich bemerkte und der mich dazu motivierte, herauszufinden, wie ich so gesund wie möglich sein kann. Ich wollte meine Haare nicht verlieren, wenn ich in meinen 30ern bin. Also wusste ich von meinem Herzen, dass ich dieses Problem jetzt in Ordnung bringen musste. Das Haar ist ein Zeichen für die Gesundheit. Und wenn du vorzeitig ergraust oder kahl wirst, ist das nicht genetisch bedingt, sondern höchstwahrscheinlich auf eine Übersäuerung zurückzuführen. Was bedeutet, dass du Giftstoffe in deinem Lymphsystem hast, die nicht richtig ausgeschieden werden. Bei so vielen Menschen gibt es Anzeichen dafür, dass ihr Lebensstil ungesund ist.
Haarausfall, schlechte Verdauung, schlechter Atem, Blähungen, Fettleibigkeit, Hautentzündungen. Aber die meisten Menschen ignorieren es oder denken, sie seien verflucht. Ich sehe alte Menschen, die Riesenmahlzeiten in Fastfood-Restaurants zu sich nehmen. Und es tut mir leid, aber irgendetwas daran scheint einfach nicht richtig zu sein. Wenn ich älter wäre und Medikamente einnehmen müsste, würde ich alles daran setzen, mich zu heilen, damit ich so lange wie möglich leben kann. Aber es ist, als hätten wir uns damit abgefunden, dass unsere Lebensspanne zwischen 80 und 100 Jahren liegt. Das ist das Problem. Die Leute sagen, ich fühle mich gut. Ja, du fühlst dich gut. Dann kommst du in die 30er und bekommst dein erstes Problem. Dann wirst du 40 und diese Art zu leben ist nicht mehr lebenswert. Es sei denn, du nimmst Pillen, um das Problem zu unterdrücken. Dann sind die letzten 30 Jahre deines Lebens nur noch ein Sterben und jeder, der es bis 80 oder 100 schafft, hatte einfach Glück. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Man sagt uns ständig, dass die Antiken im jungen Alter starben. Aber das ist eine Lüge. Es gibt Hinweise von griechischen Philosophen auf die Hyperborea. Und in der Bibel ist von einer viel längeren Lebensspanne der Menschen die Rede. Und ich glaube wirklich, dass das auch für uns gilt. Aber es erfordert ein Gleichgewicht mit der Natur. Was ist also dein Motivationsfaktor? Möchtest du lange leben? Hattest du in der Vergangenheit Krankheiten? Hast du ein gesundheitliches Problem? Wenn nicht, dann warte aber nicht, bis du es hast. Denn du kannst auch von einem kosmologischen Standpunkt aus motiviert sein. Diese Dinge fangen an, Klick zu machen, wenn du die Realität loslässt, mit der wir unser ganzes Leben lang gefüttert wurden. Diese Lebensweise führt zu einem Geist, der mystischer Natur ist. Sie verwandelt deinen Geist in deine wahre Form und setzt dein volles magisches Potenzial und deine Kraft frei. Jesus sagt, dass sein Tempel rein sein muss, um den Himmel Gottes zu betreten. Wir müssen uns alle bemühen, unseren heiligen Körper zu reinigen. Die Essener-Evangelien sind Schriften, die aus der Bibel herausgenommen und im Vatikan versteckt wurden. In diesen Schriften wird ein mystischer Jesus beschrieben, der die Kranken darüber informiert, wie sie sich von allen Krankheiten heilen können. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich nicht früher von diesem Buch erfahren habe. Denn ich habe den Eindruck, dass nicht viel darüber gesprochen wird und dass es nicht viele Informationen darüber gibt. Es gibt kein umfangreiches Video, in dem diese Dinge erklärt werden. Und ehrlich gesagt, war das für mich das neueste Kaninchenloch. Ich will das nicht so ausdrücken, aber normalerweise gibt es ein Thema, über das ich etwas lerne, das mich umhaut. Und um ehrlich zu sein, hat das Essener-Evangelium diesen mystischen Einfluss auf das Bewusstsein, der einen wirklich dazu bringt, die Art und Weise, wie man die Welt sieht, zu hinterfragen. Wir alle kennen die meisten dieser Dinge. Es ist ehrlich gesagt so einfach, darüber nachzudenken. Und es macht einem klar, wie verworren und überanalysiert unser Denken heute ist. Es ist fast eine gewohnheitsmäßige Komplexität. Eine Gruppe kranker Menschen sucht also Jesus im Wald auf, weil sie hören, dass er alles weiß und alle Krankheiten heilen kann. Sie fragen, wenn du alles weißt, so sage uns, warum haben wir unter diesen schmerzhaften Plagen zu leiden? Warum sind wir nicht wie andere Menschen? Jesus antwortete, selig seid ihr, dass ihr nach Wahrheit hungert. Denn ich werde auch sättigen mit dem Brote der Wahrheit. Selig seid ihr, dass ihr anklopfet. Denn ich werde euch ins Reich der Engel unserer Mutter führen, in das die Satansmächte nicht einzudringen vermögen. Und die Menschen waren offensichtlich von Jesus verwirrt. Es war zu mystisch für sie und sie verstanden nicht, wer die Mutter war. Aber sie waren optimistisch für mehr Informationen. Jesus spricht also von der Mutter. Aber anstatt nur an die Mutter Natur zu denken, was ein Aspekt ist, denke an diese Kette von Ereignissen, in denen sich die unsichtbare Kraft, sei es die Mutter oder Sophia, in diesem Reich manifestiert. Die Essener waren Gnostiker und Meister des mystischen Zustands. Sie waren nicht auf einen Bewusstseinszustand festgelegt, was ihnen viele geistige Fähigkeiten verlieh, wie zum Beispiel das Sehen von Elementarwesen. Dies ist etwas, das einem beim ersten Lesen verwirren kann, ebenso wie es die Kranken verwirrt. Und Jesus sagte,
Wer die Engel der Mutter empfängt und ihre Gesetze erfüllt, wird niemals krank werden. Denn die Macht unserer Mutter steht über allem. Und sie zerstört Satan und sein Reich und regiert über alle eure Leiber und über alles, was da lebt. Das Blut, das in uns rinnt, ist geboren aus dem Blute unserer Erdenmutter. Die Luft, die wir atmen, kommt aus dem Atem unserer Erdenmutter. Die Härte unserer Knochen ist geboren aus den Knochen unserer Erdenmutter, aus Felsen und Steinen. Die Zartheit unseres Fleisches ist geboren aus dem Fleisch unserer Erdenmutter. Ihr Fleisch wächst gelb und rot in den Früchten der Bäume und nährt uns aus den Früchten der Felder. Unsere Eingeweide sind geboren aus den Eingeweiden unserer Erdenmutter und liegen verborgen vor unseren Augen, wie die unsichtbaren Tiefen der Erde. Wahrlich, ich sage euch, der Mensch ist das Kind der Erdenmutter, und von ihr bekam er sein gesamtes Leib, gleich wie der Leib des Kindeleins aus dem Leibe seiner Mutter geboren wird. Wahrlich, ich sage euch, ihr seid eins mit der Erdenmutter. Sie ist in euch und ihr seid in ihr. Aus ihr seid ihr geboren und in ihr lebt ihr, und zu ihr werdet ihr wieder zurückkehren. Haltet daher ihre Gesetze. Denn niemand kann lange leben noch glücklich werden, es sei denn, er ehre seiner Mutter und befolge ihre Gebote. Denn ihr Atem ist euer Atem. Ihr Blut ist euer Blut. Ihr Knochenbau, euer Knochenbau. Ihr Fleisch, euer Fleisch. Ihr Eingeweide, euer Eingeweide. Ihre Augen und ihre Ohren sind eure Augen und eure Ohren. Wahrlich, ich sage euch, solltet ihr auch nur eines dieser Gesetze nicht halten, solltet ihr auch nur einem von all diesen Gliedern eures Leibes ein Leid zufügen, so bleibt ihr euren qualvollen Krankheiten ausgeliefert. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Ich sage euch, so ihr den Gesetzen eurer Mutter nicht folgt, könnt ihr in keiner Art dem Tode entrinnen. Doch wer sich an die Gesetze seiner Mutter schmiegt, an dem schmiegt sich auch seine Mutter. Sie wird alle seine Leiden heilen und er wird nie mehr krank werden. Sie gibt ihm ein langes Leben und schützt ihn vor allen Qualen. Vor Feuer, vor Wasser, vor dem Biss einer Giftschlange. Denn eure Mutter gebar euch und sie erhält das Leben in euch. Sie hat euch euren Leib gegeben und sie kann ihn wieder heilen. Selig ist, wer seine Mutter liebt und ruhig an ihrem Busen liegt. Da haben wir es. Jesus spricht über die Mutter, die wir jetzt einen logischen Fehlschluss nennen, oder Mutter Natur. Das ist es aber nicht. Es gibt eine natürliche Diät. Und Jesus bereitet die Kranken darauf vor, indem er ihnen die metaphysische Philosophie zeigt, die die Essener praktizierten und die unser antiker Lebensstil ist. Die Kranken haben die Grundlagen der Realität nicht erkannt. Was gibt unserem Blut Leben? Warum regnet es? Nicht wie, sondern warum? Sicherlich kann man sagen, dass es der Wasserkreislauf ist. Aber in Wirklichkeit ist es das, was uns unterstützt. Man kann nicht wirklich denken, dass das alles ein zufälliger Zufall war, was Jesus auch andeutet, auf eine sehr poetische Weise. Was ist Luft und warum wird sie so großzügig zur Verfügung gestellt? Luft und Bewegung sind die Hauptprinzipien des Lebens. Er sagt, dass unsere Knochen dasselbe sind wie die Felsen und Steine, dass wir aus der Natur kommen und wieder in die Natur zurückkehren. Und diese Dinge sind so grundlegend, aber die Kranken waren so verloren, dass sie solche grundlegenden Fragen des Lebens nicht stellen konnten. Dann sagt Jesus: Denn wahrlich, ich sage euch, unzählige Übel und Gefahren lauern auf die Menschenkinder. Beelzebub, der Fürst aller Teufel, die Quelle allen Übels, lauert im Leben aller Menschenkinder. Er ist der Tod, der Herr aller Plagen. Und in gefälligem Kleide versucht und verlockt er die Menschenkinder. Reichtümer verspricht er und Macht über herrliche Paläste und Kleider aus Gold und Silber und Mengen an Gesinde. Er verspricht Ruhm und Herrlichkeit, Hurerei und Sinnenlust, Schwelgerei und Völlerei.
liederliches Leben und Faulheit und müßige Tage. Und jeden verlockt er da, wo sein Herz am leichtesten nachgibt. Und an dem Tage, da die Menschenkinder bereits Sklaven all dieser Nichtigkeiten und Grollen geworden sind, entreißt er als Zahlung für seine Leistungen den Menschenkindern alles, was die Erdenmutter ihnen in solchen Überfluss gegeben hat. Er nimmt ihnen den Atem, ihr Blut, ihre Knochen, ihr Fleisch, ihre Eingeweide, ihre Augen und ihre Ohren. Und der Atem des Menschenkindes wird kurz und stickig, schmerzhaft und voller Gestank, wie der Atem unreiner Tiere. Und sein Blut wird dick und stinkt, wie das Wasser der Sümpfe. Es gerinnt zu Klumpen und wird schwarz wie die Nacht des Todes. Und seine Knochen werden hart und knorrig. Sie schmelzen im Inneren weg und brechen entzwei, wie ein Stein sich von einem Felsen löst. Und sein Fleisch wird fett und wässerig. Es fault und modert, wie Schorf und Furunkeln, die ein Geröll sind. Und seine Eingeweide füllen sich mit abscheulichem Schmutz, mit schlammigen Strömen der Fäulnis. Und Heere von scheußlichen Würmern haben dort ihre Wohnung. Und seine Augen werden matt, bis finstere Nacht sie eingehüllt. Und seine Ohren werden stumm, wie das Schweigen des Grabes. Und zuletzt wird das irrende Menschenkind auch sein Leben verlieren. Denn es hielt die Gesetze seiner Mutter nicht und reihte Sünde an Sünde. Daher werden ihm nun alle Gaben der Erdenmutter genommen. Atem, Blut, Knochen, Fleisch, Eingeweide, Augen und Ohren. Und nach allem anderen das Leben selber, mit dem die Erdenmutter sein Leib gekrönt hatte. Das ist es, was unsere moderne Gesellschaft erlebt. Das ist es, was Krankheit ist. Wir sind von der materiellen Welt überreizt worden. Wir haben den Kontakt nicht nur mit dem Konzept von Mutter Natur physisch, sondern auch metaphysisch verloren. Wir haben den Kontakt mit der egolosen Seite des Bewusstseins verloren. Jesus sagt also, dass alles, was du tun musst, die Gesetze der Mutter sind. Und noch in derselben Stunde werden ihre Engel für dich da sein. Er sagt, dass kein Mensch zwei Herren dienen kann. Entweder man dient dem Teufel, oder man dient unserer irdischen Mutter und ihren Engeln. Entweder man dient dem Tod oder dem Leben. Genauso ist es mit dem Essen. Was willst du wählen? Tote, leblose Nahrung oder Nahrung, die voller Leben und Licht ist? Und die Kranken fragten verwirrt: Nun, Jesus, was sind die Gesetze des Lebens? Wir alle tun die Gesetze des Moses, unser Gesetzgeber, so wie es in den Heiligen Schriften steht. Jesus antwortet: Sucht das Gesetz nicht in euren heiligen Schriften, denn das Leben ist das Gesetz, die Schrift jedoch ist tot. Wahrlich, ich sage euch, Moses empfing seine Gesetze von Gott nicht schriftlich, sondern durch das lebende Wort. In allem, was da lebt, steht das Gesetz geschrieben. Ihr findet es im Gras, im Baum, im Fluss, in den Bergen, in den Vögeln des Himmels, in den Fischen des Meeres, doch vor allem sucht es in euch selber. Man beachte, wie er erwähnt, dass Gott die Gesetze nicht für Moses aufgeschrieben hat. Das Gesetz ist im Leben selbst geschrieben. Es ist eigentlich etwas sehr Offensichtliches, aber wir haben uns entschieden, diese Dinge nicht zu sehen. Mehr noch, wir leben in einer Zeit, in der diese einfachen Dinge abgelehnt werden. Er fährt fort: Denn wahrlich, ich sage euch, Gott schrieb die Gesetze nicht in die Seiten der Bücher, sondern in euer Herz und in euren Geist. Sie sind in eurem Atem, eurem Blut, euren Knochen, eurem Fleisch, euren Eingeweiden, euren Augen, euren Ohren und in jedem winzigen Teilchen eures Leibes. Sie sind allgegenwärtig in der Luft, im Wasser, in der Erde, in den Pflanzen, in den Sonnenstrahlen, in den Tiefen und in den Höhen. Doch ihr schließt eure Augen, damit ihr nicht sehet, und ihr schließt eure Ohren, damit ihr nicht höret. Aber die Kranken sind verwirrt und sie antworten: Wie können wir Gottes Gesetz lesen, wenn nicht in den Heiligen Schriften? Wo stehen sie geschrieben? Lies sie uns vor von dort, wo du sie siehst.
denn wir kennen nichts anderes als die Schriften, die wir von unseren Vätern geerbt haben. Die Kranken hatten nicht die Fähigkeit, die einfachen Kräfte zu sehen, weil es einen anderen Bewusstseinszustand erfordert. Es gibt zwei Zustände, Tod oder Leben, Schlaf oder Wachsein. Die meisten von uns befinden sich in einem ständigen Schlafzyklus, in dem wir die gleichen Muster des Todes fortsetzen, aber wir wissen nicht einmal, dass es der Tod ist. Deshalb fährt Jesus fort. Ihr verstehet das Wort des Lebens nicht, weil ihr im Tode wandelt. Das Dunkel trübt eure Augen und eure Ohren sind mit Taubheit geschlagen. Denn ich sage euch, es nützt euch nichts, wenn ihr eifrig über tote Schriften brütet, während ihr durch eure Taten den verneint, der euch diese Schriften gegeben hat. Gott und seine Gesetze sind nicht in euren Taten. Sie sind nicht in Schlemmerei und Völlerei, noch in liederlichem Leben oder lüsterndem Tun, noch in der Gier nach Reichtum oder im Hassen eurer Feinde. Alle diese Dinge sind ferne vom wahren Gott und von seinen Engeln. Sie kommen aus dem Reich der Finsternis und vom Herrn aller Übel. Und all diese Dinge tragt ihr in euch selber, und das Wort und die Kraft Gottes können nicht in euch eintreten, weil alle eure Übel und Gräuel in eurem Leibe und in eurem Geiste wohnen. Das geht zurück auf unser Video über die Verbindung zwischen Dämonen und Parasiten. Das ist genau das, worauf er sich bezieht. Aber auf einer noch tieferen Ebene sagt er, dass diese Dämonen in einer anderen Dimension eures eigenen Geistes leben. Jesus fährt also fort und erklärt, dass der Weg, um all diese Abscheulichkeiten loszuwerden, Fasten und Gebet ist. Er erklärt ihnen auch, wie man Einläufe macht, indem man einen Kürbis benutzt und den Stiel in seinen Hintern steckt. Verrückt, oder? Und er erklärt, dass sie dies jeden Tag ihres Fastens tun müssen, bis das Wasser klar herauskommt. Hast du schon einmal einen Einlauf gemacht? Ich weiß, dass die meisten Männer nie darüber nachdenken würden, aber frag dich einfach, ob du wirklich glaubst, dass all dein Essen, das du verdaust, wieder herauskommt. Wir haben als Gesellschaft einen extremen Enzymmangel und die meisten von uns wären schockiert, wenn sie herausfinden würden, wie viel Abfall sich im Darm angesammelt hat. Und Jesus spricht ganz klar von diesem Stadium, in dem alle diese übel riechenden Dinge aus dem Körper herauskommen. Wahrlich, ich sage euch, der Wasserengel wird aus eurem Leibe alle Unsauberkeiten, die ihn außen und innen beschmutzen, austreiben. Und alles Unreine und Stinkende wird aus euch fließen. Und ihr werdet alle Gräuele und Unsauberkeiten, die den Tempel eures Leibes beschmutzt haben, mit euren Augen sehen und mit eurer Nase riechen. Ebenso alle Sünden, die in eurem Leibe wohnen und die euch mit aller Art Schmerzen peinigen. Und er sagt ihnen, dass der Grund ist, warum sie Schmerzen haben, weil sie innerlich schmutzig sind, wo die Augen nicht sehen. Das Verborgene. Nach meinem Fasten, nach nur einer Woche Saftfasten und genau wie Jesus es beschrieben hat, wurde ich im Grunde genommen schwarzen Giftmüll los und es roch fürchterlich. Und nein, es lag nicht nur an dem, was ich gegessen habe. Ich meine, ich habe mich lange Zeit gesund ernährt und ich wurde diesen schwarzen Giftmüll los, indem ich nur Wassermelone zu mir nahm. Dieses schwarze Zeug sollte nicht aus dir herauskommen, wenn du nur Früchte isst. Es ist deine Anhäufung oder dein alter Lebensstil und Jahrzehnte, in denen du mit verarbeiteten, übersäuerten Lebensmitteln gefüttert wurdest. Aber wenn du eine Entgiftungskur machst, kannst du wirklich einiges aus deinem Körper herausholen. Zu Beginn der Entgiftung wirst du ausscheiden, was auch immer du zuletzt gegessen hast. Dann, nach ein oder zwei Tagen, gibt's eine Pause. Aber wenn du intensiv auf die Säfte zurückgreifst, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, Ananas, rote Beete, wirst du anfangen, eine andere Art von Material aus deinem Körper zu bekommen. Der Urin wird dunkler und dunkler, denn die Wahrheit ist, dass manche Menschen nicht so viel filtern, wie sie sollten. Und sie befinden sich in einem abgeschalteten Zustand, der keinen Alarm auslöst. Aber die Nieren und die Leber funktionieren nicht richtig. Es ist von Person zu Person unterschiedlich, aber wenn man ein Saftfasten macht, kommt eine Zeit,
in der der Körper die Verdauung und das Verlangen nach Hunger ausschaltet. Die Nieren beginnen zu funktionieren, die Sinne beginnen sich zu regen. Man spürt es in den Eingeweiden und Organen, wenn sie wieder zu atmen beginnen, nachdem sie lange verstopft waren. Viele Menschen, die dies ablehnen, könnten sagen, dass das zu viel Zucker ist, aber das ist es wirklich nicht. Wenn das alles ist, was du zu dir nimmst, gedeiht dein Körper damit. Und nicht nur das, die Früchte wirken wie ein Bindemittel, das die Giftstoffe aus deinem Körper entfernt. Es gibt wirklich kein Argument. Viele haben die gleichen Ergebnisse erlebt. Es gibt viele Menschen, die sich hauptsächlich von Obst ernähren, denen es gut geht, die gut gebaut sind und die eine gesunde Ausstrahlung haben. Ich warne jedoch davor, dass dadurch Krankheiten aufgedeckt werden, die in deinem Körper geschlummert haben. In manchen Fällen kann Saftfasten einen Schock auslösen, wenn jemand bereits eine schwere Krankheit hat. Wir sollten uns also der Verantwortung bewusst sein und die Dinge langsam angehen. Die ersten Schritte sind das Weglassen von Fleisch und das Hinzufügen von Obst anstelle von verarbeitetem Getreide, giftigen Fetten und raffiniertem, zuckerhaltigen Snacks. Also zurück zu der Geschichte. Die Kranken hören Jesus zu, aber er geht und sie fragen sich, was machen wir jetzt? Sie fangen also an zu beten und ihr Inneres zu reinigen, aber dann wird ihnen extrem schlecht. Sie schwitzen, erbrechen sich, überall am Körper kommt dieses klebrige Zeug heraus, Eiterbeulen, und ihr Urin wird so dick wie Bienenhonig. Wie ich schon sagte, kann das bei einer Entgiftung passieren. Das sind unsere Filtersysteme, die so verstopft sind, dass all die Gifte, die wir aufnehmen, in anderen Teilen unseres Körpers ein Zuhause finden und dort Krankheiten verursachen. Sie machen also weiter und werden unglücklich und beginnen zu zweifeln, dass sie es bis zum 7. Tag schaffen könnten. Um das Ganze abzurunden, wird es in Zukunft eine detaillierte Aufschlüsselung der Essener geben. Aber ich möchte das Ganze mit dem Verrücktesten abschließen. Sie flehen Jesus um Hilfe an, aber Jesus erzählt eine Geschichte in der Hoffnung, dass sie eine Lektion lernen würden, wie sie überhaupt in diesen Zustand geraten sind. Er sagt im Grunde, dass die Mutter euch 7 Jahre Sünde in 7 Tagen vergeben wird. Wenn es 49 Jahre sind, dann in 49 Tagen. Und lässt sie einfach wissen, dass sie sich am Riemen reißen sollen. Aber sie betteln und flehen, dass ein Mann es nicht schaffen wird. Er hätte es am schlimmsten von allen. Und er flieht Jesus an, den Satan aus ihm auszutreiben. Und Jesus molk ein Mutterschaf, das im Grase weidete. Und er schüttete die Milch in den Sand, der von der Sonne heiß war, und sagte, Sehet, die Kraft des Wasserengels ist schon in der Milch. Und nun wird auch die Kraft des Sonnenengels in sie eintreten. Und da wurde die Milch heiß durch die Kraft der Sonne. Und nun werden sich die Engel des Wassers mit dem Luftengel verbinden. Und siehe, der Dampf der heißen Milch begann sachte in die Luft aufzusteigen. Komm nun und atme durch deinen Mund die Kraft der Engel des Wassers, der Sonne und der Luft in dein Leib, damit sie den Satan austreiben können. Und der kranke, von Satan gepeinigte Mann atmete in tiefen Zügen den aufsteigenden, weißlichen Dampf ein. Gleich wird der Satan deinen Leib verlassen. Denn seit 3 Tagen hungert er und findet keine Nahrung mehr. Er wird nun deinen Leib verlassen, um seinen Hunger mit der heißen dampfenden Milch, die er gerne mag, zu stillen. Er wird ihren Duft riechen und dem Hunger, der ihn schon seit 3 Tagen quält, nicht widerstehen können. Doch der Menschensohn wird seinen Leib zerstören, damit er niemanden mehr zu quälen vermag. Nun wurde der Leib des Kranken vom Fieber geschüttelt, und er reckte sich, als wollte er sich ergeben, konnte es aber nicht. Und er rang nach Luft, doch sein Atem erloschte, und er sank in Jesus' Schoß in Ohnmacht. Nun verlässt Satan seinen Leib, schaut ihn an, und Jesus deutete auf den offenen Mund des Kranken. Und nun sahen alle mit Staunen und Schrecken Satan, in Gestalt eines gräulichen Wurmes, aus dem Munde kommen, geradewegs auf die dampfende Milch zu. Und Jesus ergriff 2 scharfe Steine und zerquetschte Satans Kopf und zog das ganze Ungeheuer aus dem Leibe des Kranken. Und es war fast so lang wie ein Mensch. Als der grässliche Wurm die Kehle des Kranken verlassen hatte, kam sogleich dessen Atem zurück und alle seine Schmerzen waren vorbei.
und die anderen starrten mit Schrecken auf Satans gräuliches Leib. Du hast das verstanden, oder? Jesus zieht einen Wurm heraus, der so groß ist wie der Körper eines Mannes. Die Sache ist die, dass ich glaube, dass die Menschen von Jesus beeinflusst wurden. Sie spürten seine Worte. Aber erst als sie sahen, was wirklich in ihrem Körper war, waren sie schockiert. Es ist, als wüssten wir es. Aber tun wir das wirklich? Denn ich glaube, die Wahrheit darüber, wie unser Körper von innen aussieht, ist, dass er giftig, sauer und niedrig schwingend ist, meist aufgrund von Selbstgefälligkeit. Okay, das ist alles schön und gut, aber wie wenden wir das auf den heutigen Tag an? Oder wie soll ich reagieren? Soll ich einfach aufhören zu essen? Soll ich nur noch Obst essen? Es ist gut, Fragen zu stellen, aber man muss das Gesetz für sich selbst entdecken und anwenden. Man wählt entweder das Leben oder den Tod, in allem. Was das Essen betrifft. Jesus empfiehlt eine sehr einfache Diät. Nicht mehr als zweimal am Tag essen und am siebten Tag zu fasten. Bitte denkt daran, dass es eine Diät und eine Entgiftung gibt. Ich möchte die Leute nicht verwirren und ich empfehle auch nichts. Ich gebe nur meine persönliche Recherche weiter. Ich denke, es ist wichtig, nicht alle alten Schriften und Ideen vollständig außer Acht zu lassen. Wir sind darauf konditioniert, die Alten für Idioten zu halten, die alle an Krankheiten litten, und dass es nur zur Hälfte war. Denn es ist klar, dass wir viele Zyklen von Zivilisationen hatten, die kamen und gingen. Es gibt zwangsläufig Hochs und Tiefs, wie eine Welle. Doch irgendwie sollen wir glauben, dass Menschen mit einer winzigen Lebenserwartung, die an einer Plage leiden, die Zeit und Energie hatten, Arbeiter anzuheuern, um diese massiven, perfekten, geometrischen Strukturen zu bauen? Man erzählt uns nur von den tiefsten Abgründen unserer Geschichte, um uns glauben zu machen, dass wir an diese Verhaltensweisen gebunden sind. Man erzählt uns, dass unsere Vorfahren töten mussten, um zu überleben. Vielleicht war das in der Vergangenheit einmal der Fall, aber das muss nicht mehr so sein. Unsere äußere Welt spiegelt unsere innere Welt wider. Und zwar nicht nur unseren Geist, sondern auch unseren physischen Körper. Wie innen, so außen. Wenn es eine Lektion zu lernen gibt, dann die, dass wir uns selbst reinigen müssen. Sei es geistig oder körperlich. Hoffentlich beides. Wir müssen unseren Tempel reinigen. Die wahre Realität ist, dass wir in der heutigen Zeit wie Könige behandelt werden. Wir können essen, was wir wollen, wann wir wollen. Und so etwas wie Verzicht gibt es nicht. Das hat dazu geführt, dass unsere Eingeweide gefühllos gegenüber diese Krankheiten geworden sind. Denke nicht, dass diese Dinge nicht auf dich zutreffen. Es wird dich einholen. Entweder wir leben ein kurzes Leben voller momentaner Vergnügen und sterben, oder wir leben mit dem Leben und haben ein langes, erfülltes Dasein. Und ich glaube wirklich, dass das möglich ist. Es heißt, dass Henoch nicht einmal gestorben ist, sondern die Engel ihn einfach in den Himmel begleitet haben. Klingt doch ziemlich cool, oder? Also Entgiftung. Und noch einmal, ich sage niemanden, dass er das tun soll. Aber wenn mich jemand fragen würde, würde ich ihm Folgendes sagen. Schauen wir uns einfach diese Tabelle an. Wenn du eine Entgiftungskur machst, solltest du alles Fleisch vermeiden. Es ist zu sauer und belastet deine Nieren und deine Leber zu sehr. Keine gekochte Stärke. Wenn man etwas Stärke aus dem Entsaften von Rüben und Karotten erhält, ist das in Ordnung. Aber Kartoffeln, Kürbis, alle Nachtschattengewächse verlangsamen den Verdauungsprozess. Eier und Milchprodukte sollten vermieden werden. Wenn du ständig Fleisch isst, solltest du mit vegetarischer Kost beginnen und dich dann langsam herantasten. Gemüse und Grünzeug sind gut für den Aufbau, aber nicht unbedingt für die Entgiftung. Es gibt einige Ausnahmen, aber du solltest nicht nur Grünkohl und Spinat entsaften. Sellerie, rote Beete, Karotten, Löwenzahn und Petersilie sind besonders gut zum Entsaften geeignet. Das Ziel ist es, das Lymphsystem und das endokrine System wieder auf Vordermann zu bringen. Meine Lieblingssäfte enthalten eine Mischung aus
Orangen, Ananas, Melone, Rüben, Äpfel, Weintrauben, Sellerie, Gurke, Zitrone. In den ersten Tagen solltest du jedes Mal, wenn du Hunger hast, einen leckeren Saft machen. Ananas, Orange, Rübe ist zurzeit mein Favorit. Du wirst nicht krank werden und du wirst auch nicht sterben. Höre einfach auf deinen Körper, nicht auf die Parasiten und tue, was sich richtig anfühlt. Wenn die Fruchtsäfte die Dinge zu schnell vorantreiben und etwas stören, das du in dir hast, dann fange einfach langsam an, indem du nur Früchte isst. Ich habe das lange Zeit gemacht, bevor ich mit dem Fasten begonnen habe. Normalerweise esse ich nur Wassermelone und du wirst überrascht sein, wie sehr Wassermelone dich reinigen kann. Du weißt auch, dass das keine Wassermelone ist, die nach 5 Tagen aus dir herauskommt. Wie auch immer, mach das, was du für dich am besten empfindest. Ich bin nicht wirklich in der Position, etwas zu empfehlen, aber was getan werden muss, ist ein Entgiftungszustand. Wir müssen diese verstopften Gifte loswerden. Nicht nur die schleimartigen Ablagerungen, sondern auch die Gifte im Blut. Wie können wir unseren Geist entschleiern, ohne zu wissen, was in unserem Körper vor sich geht? Unser Magen ist unser zweites Gehirn. Das heißt, er ist mit unserem Geist verbunden. Deshalb haben diese Parasiten Zugang zu unseren persönlichsten Gedanken. Wir haben Arbeit, wir haben Verantwortung. Nicht jeder ist dazu bereit und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber Leben ist Leben und Tod ist Tod. Sind wir Vampire oder sind wir Wesen des Lichts, die sich selbst erhalten können? Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, kann der Aufbau beginnen. Du willst es nicht übertreiben. Erinnere dich daran, dass wir nicht mehr als 2-mal am Tag essen sollten. Und wir sollten auf die Verdauung im Allgemeinen achten. Von diesem Punkt an solltest du dein Essen nicht mehr kochen. Denn wenn du es kochst, gibt es kein Leben in deinem Essen. Es gibt keine Enzyme, es gibt keine Bakterien. Eine rohe Lebensweise mit Früchten, Nüssen, Samen und Gemüse ist die Ernährung der Essener. An diesem Punkt möchte ich mich von den anderen Rohköstlern oder jeder anderen Gruppe da draußen abgrenzen, weil das alles mittlerweile so polar und extrem geworden ist. Ich denke, wenn man einen eigenen Bauernhof hätte und Tiere züchtete, wäre es nicht nur sicher, sondern auch gesund, die Milch der Tiere zu trinken, insbesondere von Ziegen. Und man müsste die Ziege nicht zwangsbefruchten, um Milch zu bekommen. Jesus sagt, dass es in Ordnung ist, die Milch der Tiere zu trinken, die man züchtet. Ich denke, was wichtig ist, ist die Symbiose mit der Natur, um ein Netzwerk von Bakterien zu schaffen. Nützliche Bakterien, keine Parasiten. Um dieses Netzwerk von gesunden Bakterien in deiner Umgebung zu züchten und somit diese unsichtbare Verbindung zwischen allen Tieren und dir zu schaffen. In diesem Szenario denke ich, dass es in Ordnung ist, Eier von eigenen Hühnern zu essen, die in der Sonne gekocht wurden, aber nicht als Rührei, denn das wäre zu lange gekocht und würde Zeit brauchen, um vom Körper verdaut zu werden. Aber ich sage nicht, dass es nach der Entgiftung gut ist, Eier und Milchprodukte aus dem Supermarkt zu essen. Und wenn die Alten nur von Früchten gelebt haben, dann sollten wir letztendlich auf diese hochschwingende Ernährung hinarbeiten. Die Idee ist, so zu essen, dass die Dinge nicht im Körper verrotten. Ein einfaches Leben mit vielen Früchten, was wirklich nicht einfach ist, da es so viele Möglichkeiten gibt. Du solltest dich auch mit Fermentieren beschäftigen, was das alles nochmal auf eine andere Ebene bringt. Die kranken Menschen fragen Jesus, aber was ist mit unserem Brot? Ich weiß, dass viele Menschen in Frage stellen, ob Getreide und Gluten etwas sind, das wir essen sollten. Und wahrscheinlich eher nicht. Aber was Jesus empfiehlt, ist im Grunde ein gekeimtes Fladenbrot, das in der Sonne gebacken wird. Man lässt den Teig nicht aufgehen. Also ja, im Grunde ist die Diät der Essener nicht unbedingt nur vegetarisch. Es ist hauptsächlich eine rohe Diät von Früchten und Samen und dann einige tierische Lebensmittel für besondere Gelegenheiten, wenn du der Hüter bist. Das gleiche gilt auch für Honig.
Ich weiß, dass einige Leute sagen, dass sie auf gar keinen Fall so dünn werden wollen wie ich. Aber die Sache ist die. Die Ernährung, mit der wir unser ganzes Leben lang gefüttert wurden, hat dazu geführt, dass wir Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen können. Das heißt, wir brauchen mehr Nahrung, um zu wachsen. Besonders bei Menschen, die einen hohen Stoffwechsel haben. Sie müssen noch mehr essen, während sie bereits völlig vollgestopft sind. Die Idee ist also, wenn man sich gereinigt und von Krankheiten befreit hat, dann braucht man sein Blut nicht ständig mit Protein vollzupumpen, was im Grunde das ist, was wir alle tun. Wir nehmen als Spezies nicht genug auf. Und um die Illusion aufrechtzuerhalten, stark und einigermaßen gesund zu sein, wird uns gesagt, wir sollen Proteine essen und essen, aber in Wirklichkeit verstopft das nur unser System, bei Veganern und Fleischessern. Also gut, aber wie soll ich meine Größe und Figur behalten? Kumpel, Z-Rock ist nicht natürlich. Siehst du, was er tun muss, um diese Figur zu behalten? Ich meine, nichts daran ist natürlich. Es wird ihn irgendwann einholen. Der Geist hat Macht und kann den Körper zu vielen Gestalten formen. Geist über Materie. Doch Leben ist Leben und Tod ist Tod. Und wenn du an einer Krankheit leidest, dann schreit dein Körper danach, dass du deine Augen öffnest. Wenn du diese Botschaft gehört hast, dann hat sie vielleicht etwas mit dir zu tun. Sicherlich können wir nicht alle unsere eigenen Farben gründen und uns von den weltlichen Begierden befreien. Wir leben in einer neuen Welt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich gar nicht so sehr von der Zeit Jesu unterscheidet. Nur als Randbemerkung für Leute, die vielleicht neu auf diesem Kanal sind. Ich bin kein Christ. Ich gehöre keiner bestimmten Gruppe an. Ich fühle mich nur sehr zum Okkulten und zu tiefen Kaninchenlöchern hingezogen. Eines davon ist, dass die Geschichte von Jesu gar nicht so lange her ist und dass unsere Zeitlinie komplett verändert worden ist. Ob er nun wirklich Jesus hieß, ist eine andere Geschichte. Ich weiß alles über Astrotheologie, aber ich glaube, dass es eine Person oder Menschen gab, die die Botschaft des Lebens verkündeten. Viele seiner Anhänger haben über sein Leben geschrieben, auch wenn viele dieser historischen Figuren von vornherein erfunden sein könnten. Denke ich dennoch, dass es klar ist, dass Worte der Weisheit aus der Vergangenheit bis in die heutige Zeit überlebt haben. Und es ist unsere Pflicht, sie zu übersetzen und sie auf unser modernes Leben anzuwenden. Außerdem denke ich, dass Jesus völlig verzerrt und missverstanden wird. In der Bibel bekommt man nicht wirklich die okkulte Seite von Jesus zu sehen. Oder man bekommt nicht wirklich einen Einblick in die gnostischen Lehren. Wenn du nicht weißt, wovon ich spreche über dieses Zeug nicht aus einer normalen christlichen Perspektive. Ich glaube wirklich, dass die Dinge, die Jesus im Friedensevangelium sagt, extrem okkult sind. So okkult, dass die meisten von uns nicht einmal von diesen Dingen wussten. Er spricht hauptsächlich über spirituelle Realitäten. Ich denke, das soll's gewesen sein. Die Idee ist, dass wir fasten, unser System reinigen und dann eine Diät einhalten, die mit den Prinzipien des Lebens übereinstimmt. Moderne Diäten wie der Veganismus und die Carnivore-Diät sind extrem irreführend und ungesund, aufgrund des hohen Säuregehaltes von Proteinen und Ölen. Diese Dinge können sogar noch schlimmer für Veganer sein, da sie eine hohe Aufnahme von verarbeitetem Zucker haben. Ich spreche hier nur über Menschen, die zu veganen Fastfood-Restaurants gehen oder Beyond Burger essen. Eigentlich ist jedes vegane Produkt in der Regel mit Rapsöl, verarbeitetem Zucker und Ölsäuren gefüllt. Diese Diäten sind nicht die Diäten, die für den Menschen vorgesehen waren. Der Mensch war dazu bestimmt, sich selbst zu versorgen. Aber in dieser niederen Erfahrung der Materie wurden wir mit einer Ernährung gefüttert, die nicht mit dem Leben harmonisiert ist. Wie können wir jemals unseren Geist entfalten, wenn wir nicht in Harmonie mit unserem Körper und Mutter Natur kommen können? Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinter diesen Videos steckt eine Menge Arbeit. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies am besten tun, indem ihr die Videos mit euren Freunden oder auf sozialen Medien teilt. Schaut auch gerne auf unserem neuen Telegram-Kanal vorbei. Wir würden uns freuen.
Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank und möge unser Geist entschleiert werden. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?